So, und damit herzlich willkommen zurück zu Honkai Impact Third, die neue Woche. Es geht wieder los. Ja, dann gucken wir erstmal, was sich hier so getan hat. Wahrscheinlich wieder gar nichts. Gar nichts. Nein, gar nichts. Nein, nein, gar nichts. Ja, was soll sich hier auch tun? Was ist denn das? Ach, komm mal an. Ah, ich dachte, man kriegt jetzt irgendwas für so hier. Boah, was ist das denn? Douglas Schokoladenkuchen. Schokolade! Schokolade! Oh Gott. Sorry, der musste sein. Ach guck, siehst du? Sie ist auch gegen Schokolade. Sie sagt, ich soll gesund essen. Na siehst du, sind wir schon zwei. Habe ich doch gesagt. Aber nein. Aber Seele will mich fett sehen anscheinend. Die will mich fett machen. Die olle Kuh. Die blätte Kuh. Huch, nee. Ja, wo sind wir denn? Ja, wo sind wir denn? So. So. Ja. 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 So, mal gucken, was haben wir denn hier Schönes? Ah, guck mal. Chips und Paprika. Teri, 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 Chips, Paprika. Wie viel haben wir überhaupt schon? Als ob wir nur so wenig haben. Wir müssen doch schon 3000 haben. Also in etwa so. Was haben wir davon? Ja, gut. Sakura will... Oh ja, klar, 119. Ist logisch, ne? Ist gut, diese, ja? Ist gut. So, was nehmen wir denn heute Schönes mit? Mal gucken. Na, sie ist auch mal wieder dabei, komm. Ist immer mal sozial. Sozial vor allem. Ja, wir nehmen mal sie mit. Ach, wir haben für sie kein Z oder was? Echt jetzt? Was hat sie überhaupt für ein... Ja, schön, wir haben alles nicht. Gut, das ist... klasse. Ja, dann egal, dann nehme ich einfach irgendwas. Ist mir egal. Egal, ist mir egal. Egal. Solche Sachen sind mir egal. Stigmata Scheiße ist mir egal. Oh Gott. Ja, kannst du aber wirklich sagen, so ist mir egal. Oh. Okay. Ja, mal gucken, wen können wir noch mitnehmen? Wen können wir noch mitnehmen? Oder weißt du was? Scheiß auf Gott, Kiana. Was hat denn die für... Na gut, das könnte man machen, aber... Ah, das hat sie schon. Man kriegt sie aber... Ja, kriegt zwar zumindest ein gutes Schwert, komm. Jetzt sind wir mal sozial heute. Wie viel Angriff hat sie denn? Oh, Alter. 1400, willst du mich veräppeln? Willst du mich verarschen? Boah, 1400, das ist schon krass. Digga, Digga, da geht was. Sie hat einen Angriff von der Seegurke. Von der Seegurke. Kevin, die Gurke ist da. Ja. Oh Gott, oh Gott. Ja, mal gucken, wen nehmen wir denn? Alter, Maul. Rede nicht mit mir. Wow, sie spricht mit mir.
Naja, die Waffe ist ja wohl ein Witz, ne? Die Waffe ist ja wohl ein Witz, das geht ja gar nicht. Ich. Nehmen wir hier das. Den Eid of Jude. Da fühle ich mich ganz schön gut. So. Hallo. Ja. Ja, ich habe gewonnen. Und ich habe eingesammelt. Ich habe einkassiert. Ich habe kassiert. Also abkassiert, nicht, was ihr denkt. Ihr Verrückten. Theo. Ja. Bam. Zack. Alter, mit der Waffe ist die ganz schön gut. Ich hätte es ja auch nicht gedacht, aber... Pew. Und Action! Action! Pam. Pam. Na komm her, Schnucki. Bam. Bam. Das klappt ja wirklich. Das klappt ja. Das klappt ja wirklich. Bam. Einfach gespammt. Das hat ja wirklich geklappt. WTF. Das war eigentlich ein Witz, ey. Naja, warum nicht? Hallo. Hallo. Alter. Thank you.
Wow. Angeln! Angeln! Ich hab gar nichts gehört, du Arschloch. Bäm. Angeln! Nochmal! Nochmal! Ja. Best Camera. Bam, 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 bam. Boah, Alter. Aber mit der Waffe ist die voll stark, Alter. Ja gut, die hat ja auch 1400 Schaden, also... Hm. Wenn sie da keinen Schaden macht, dann weiß ich auch nicht, ne? So, jetzt kommt sie auch mal dran. Sie war ja noch gar nicht. Sie langweilt sich schon. Pion. Kamera wieder mal beste. Kamera ist wieder on point. So wie immer eigentlich. Die ist nur nicht gegen die Gegner so richtig gut irgendwie. Bam, bam, bam. Blöde ist, die ist überhaupt nicht effektiv gegen die Gegner. Das macht nicht wirklich Sinn. Sakura ist effektiver, weil sie Biotyp ist. Das macht natürlich viel mehr Sinn einfach. Sie ist natürlich super effektiv dagegen. Mech-Gegner bringen ja da gar nichts, leider. Mech-Charaktere meine ich. Mech-Gegner, genau. Ach, Ressourcen sammeln. Fuck you. Tja, Ressourcen sammeln. Tio. Ressourcen sammeln. Da kannst du doch nur bammeln.
ja. So, was war das denn? Hä? Yay. Ach so, nee, warte. Jetzt kommt ja dieses beschissene Drecksquiz. Das wird ein Spaß. Ah, Blutumarmung. Ah, gut, okay, das weiß ich. Das macht physisch. Jetzt kommen bestimmt wieder so saudumme Fragen. Ich wette drauf. 100 pro, dass jetzt wieder so saudumme Fragen kommen. Okay, das könnte ich tatsächlich wissen. Die SP-Wiederherstellung von hier. Also, das ist auf jeden Fall, glaube ich, die SP-Wiederherstellung. Ist das nicht beides? Achso, Teammitgliedern und Trägers. Ja gut, muss ich gucken. Die Crit-Rate von Teammitgliedern in der Reichweite, was hieß es? Boah, das weiß ich nicht. Ich glaube aber das. Ah, okay, gut. Okay. Das ist interessant, das wusste ich nämlich auch noch nicht. Da war ich mir jetzt nicht sicher. Ja gut, okay. Dunkelblitzions Combo-Angriff. Was? Combo-Angriff? Naraka Finisher ist eine ihrer Hauptquellen an Damage. Das ist euer Ernst? Wie führt man ihn aus? Genau. Steuerung V, Steuerung C, das Gerät schütteln. Ich schüttel meinen Controller oder was? Ja komm, also. Das ist. Was ist das denn? Welche Rolle spielt Triebkometa in ihrem Team? Ja, ich würde sagen, sie ist eine physische Unterstützung, oder? Siehst du? Triebkometas ultimativer Skill hat viele Unterstützungseffekte. Welcher der folgenden gehört nicht dazu? Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal mit dem Cyberpunk-Schock. Welche der folgenden Aussagen über die Götterschlüsselwaffen ist falsch? Sie gewähren permanente Stat-Boni. Alle Götterschlüssel benötigen... Das hier ist falsch. Weil das stimmt nämlich nicht. Du brauchst nämlich irgendwie so andere Drecksmaterialien, die kein Mensch kriegt. Deswegen habe ich auch keinen Götterschlüssel außer der einen Waffe da. Außerdem Nee, welche war das? Doch, den Götterschlüssel, das war das Großschwert. Das habe ich auf Maximum gekriegt, weil man da Honkai-Würfel braucht. Alle anderen habe ich noch nicht einmal gelevelt. Weil ich das Material nicht krieg. Welche der folgenden Waffen hat keine Skills, die Eis damit verursachen können? Okay, mal gucken. Also das ist eh eine Eiswaffe von dem Eischarakter. Das ist eine Eiswaffe? Ja gut, dann kann es ja nur das sein. Okay. Welches der folgenden... Oh. Und das ist wieder so eine typische Frage, die niemand wissen kann. Das ist unnötig. Das ist so unnötig. Das kannst du nicht wissen. Das kannst du nicht wissen. Niemand kann das wissen. Ja, keine Ahnung. Wie soll ich das wissen? Ich wär sogar niemals auf den gekommen. Welches der folgenden ist kein Merkmal von Helmaru, okay? Es erleidet mehr Eisdamage, es stimmt. Es besitzt Immunität gegen Einfrieren, das stimmt nicht. Den kann man einfrieren, den Arsch. Das habe ich schon mehrmals gemacht. Gegen welchen der folgenden Feinde ist 6. Serenade gut geeignet? Boah, ich glaube hauptsächlich gegen Mobs. Ich muss jetzt gerade überlegen, physisch müsste der gegen Mech-Feind-Mobs sein. Ich hatte den, glaube ich, auch mal eingesetzt, den Charakter gegen Mech-Mobs. Da war mal irgendwas. Aber der ist auch nur gegen Mobs gut, gegen einzelne. Vergessen Sie es. So. So, das war der Arsch. Ja, wobei das Quiz war nicht so furchtbar. War letztes Mal schlimmer. Aber letztes Mal, das war ja auch wirklich eine Katastrophe. Das war ja, ey. Das war ja wirklich jenseits von Gut und Böse. Und du haust mal ab hier. Das wird ein Date. Beste Map. Aber ich finde das cool, wie sie die Kamera jetzt eingestellt haben, teilweise bei den Kämpfen. Das finde ich auf jeden Fall besser so. Weil du siehst einfach viel mehr vom Kampffeld und du siehst halt auch viel mehr, was um dich rum passiert. Das ist auf jeden Fall besser so.
Also es ist zumindest meine Meinung. Weil früher war die Kamera immer so mega nah dran und du hast halt einfach nichts um dich rum gesehen. Du hast halt nur alles vor dir gesehen. Und so siehst du jetzt halt auch, was hinter dir passiert. Wenn ich jetzt so stehe, wenn jetzt von hinten einer kommt, man sieht's halt einfach. Das hat man vorher nicht gesehen. Weil die kamen dann einfach angeschossen mit irgendeinem Angriff, so wie die jetzt gerade. Und dann siehst du es einfach nicht. Du siehst es nicht. Aber naja, gut. Mesh-Mobs. Na gut, die sind sogar eingefroren. Auch wenn das gar nicht der Charakter ist, der im Quiz vorkam, aber... Aber der hat denselben Effekt, lustigerweise. Der kann auch Leute einfrieren und so. Und ist gegen Mobs, glaube ich, besser. Ja. Bam. Bam, bam. Bam. Alter, irgendwas frisst meine SP. Was ist das? Jetzt ist aber 80. Bam, 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 bam. Gut, dass der Kampf ohne Zeit geht. Weil die brauchen extrem lange, die Charaktere, die alten. Es ist auch blöd, dass alte Charaktere gegen den neuen immer so schwach sind, irgendwie. Aber ich glaube, die waren früher auch schon nicht stärker. Kann auch Einbildung sein, aber ich finde irgendwie, alle Charaktere sollten irgendwie schon die gleiche Stärke haben. Zumindest, wenn man sie richtig spielt. Aber haben sie halt leider nicht. Das ist schade. Triple, Alter. Ja. Da. Pim. Das war der Finish. Das war der Finish-Cut. Naja, die Sakura und die Kallen. Die kann man gerne knallen. Ups. Na sowas, das habe ich nicht gesagt. Gute Arbeit, du hast tolle Arbeit geleistet. Das war alles für heute. Das war's schon? Nein, 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 nein. Mann. Oh, Kristalle.
Ja, und da kann ich natürlich niemanden entsenden. Fuck you, Drecksgame. Klar, weil sie wieder geizig sind. Weil sie wieder geizig sind. Müssen wir ganz geizig sein. Keine Kristalle für den Arschloch da. Keine Kristalle. Nein, keine. Keine, 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 keine. So nach dem Motto. Wie bei den Außenseitern. Ja, komm. Fuck you, Alter. Drecksgeizkragen, ey. Ich glaube, das ist nur bei Genshin Impact noch schlimmer. Aber gut, Genshin Impact, wie gesagt, das ist ja erstmal bei mir auf Eis gesetzt, weil die Steuerung ist einfach unmöglich. Es ist einfach wirklich unspielbar mit der Steuerung bei Genshin Impact. Das ist zum Kotzen. Aber gut, aber guterweise habe ich ja gehört, es gibt ab dem 11. November irgendwie so ein Update, dass man auch die Steuerung endlich einstellen kann. Und dann mal gucken, ob es besser ist. Und ja, wenn es dann besser ist, dann kann ich ja eventuell mal wieder ein Video von machen oder so. Mal gucken, keine Ahnung. Aber vor dem Update braucht mir da keiner kommen mit dem Spiel. Weil die Steuerung ist einfach... Bäh. Es ist halt einfach wirklich... Nee. Da kann jeder sagen, was er will, aber ich finde ganz ehrlich, die Steuerung bei Genshin ist einfach der letzte Schrott. Ja, genau, schlaf erstmal. Hast zwar kaum was gemacht. Ach, geil. Geil, muss ich dicker anziehen. Null. Komm. Machen wir noch ein schönes Thumbnail. Jawohl. So, dann würde ich sagen, dass wir die beiden erstmal in Ruhe. Die haben jetzt erstmal ein Date. Gucken. Fernseh, warte. Genau, sie gucken. Sakura. Ja, dann würde ich sagen, die lassen wir jetzt erstmal Fernseh gucken. Und dann geht's weiter. Wahrscheinlich wieder am Samstag, weil Donnerstag ist wieder scheiß Arbeit. Kann ich nichts dafür. Aber dann machen wir Samstag wieder schön XXL, so wie dieses Mal auch. Ich meine, dieses Mal war es ja wirklich XXL, Alter. Was haben wir alles gemacht? Wir haben den komischen Bosskampf gemacht, wir haben die SS-Dimension gemacht. Es war schon viel. Deswegen machen wir diesen Samstag genauso dann. Also Samstag geht's dann weiter und dann, ja, mal gucken. Dann sehen wir uns am 11. November vielleicht. Ja, wobei am 11. November eher nicht, eher ein bisschen später dann. Wenn ich das, ich muss ja das Video dann erstmal machen. Also mal gucken, dann sehen wir uns vielleicht dann auch wieder zu Genshin Impact irgendwann nochmal. Ich werde es mir auf jeden Fall am 11. November dann nochmal angucken, ob man die Steuerung ändern kann und so weiter. Und wenn, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein Segen. Wenn man die Steuerung nicht ändern kann, dann ist es einfach nur Müll. Aber soweit würde ich sagen, das war's dann erstmal und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!